Ein Computerproblem legt für mehrere Stunden den ganzen Luftverkehr über den Vereinigten Staaten lahm. Auf der einen Seite, klar, die Fliegerei ist heute sehr von der IT abhängig, kann schon mal passieren. Auf der anderen Seite, es muss schon eine sehr gewaltige Computerpanne gewesen sein, wenn die mal eben das geschafft hat, was vorher eigentlich nur der 11. September 2001 geschafft hat. Und dann erfährt man, es ging um NOTAMs. Das macht die ganze Sache ziemlich kurios. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe eben schon gesagt, es ging um NOTAMs, beziehungsweise vielmehr das Nichtvorhandensein dieser NOTAMs. NOTAMs sind Notice to Airmen oder Notice to Air Mission. Beides geht mittlerweile. Und diese NOTAMs sind verschiedene Meldungen, aktuelle Infos, Besonderheiten zu Lufträumen und Flughäfen, Infos, die jeder Fluggesellschaft, jedem Flughafen und eben vor allem den Cockpitbesatzungen ausnahmslos aller Flugzeuge zur Verfügung stehen müssen und deswegen auch Teil jeder Flugvorbereitung sind. Und weil eine gute Flugvorbereitung wichtig für eine sichere Flugdurchführung ist, können ohne NOTAMs keine Flüge mehr durchgeführt werden. So zumindest die Begründung der zuständigen Behörde für einen letztendlich etwa 90 Minuten andauernden Stopp aller, vor allem Inlandsflugverbindungen in den Vereinigten Staaten. Einen massiven Eingriff in den Luftverkehr, den es so staatlich angeordnet eigentlich seit den Anschlägen des 11. September 2001 nicht mehr gegeben hat. Das ist ziemlich beeindruckend und auf eine gewisse Art und Weise auch etwas erschreckend. Vor allem, weil Inlandsflüge in den Vereinigten Staaten nochmal eine ganz andere Rolle spielen, als wir das hier beispielsweise in Deutschland kennen. Das liegt zum einen selbstverständlich daran, dass die Vereinigten Staaten sehr viel größer sind als Deutschland. Viele große, wichtige Städte liegen viele hundert Kilometer auseinander. So gibt es in den USA fast 100 Großflughäfen, an denen teilweise deutlich über 1 Million Passagiere pro Jahr abgefertigt werden. Der meistfrequentierte Flughafen der Welt ist noch immer der Flughafen in Atlanta und weil sich vor allem der Inlandsflugverkehr nach der Pandemie so schnell wieder erholte, sind 8 der 10 meistfrequentierten Flughäfen der Welt nach Daten aus 2021 Flughäfen in den USA. 2019 wurden gut 1 Milliarde Passagiere, also fast ein Viertel aller weltweit geflogenen Menschen, in den USA abgefertigt. Über 800 Millionen davon wurden von US-Carriern auf Inlandsstrecken befördert. Umgerechnet auf eine Standard 737-800 von United mit 166 Sitzplätzen sind das in einem Jahr fast 5 Millionen randvolle Flugzeuge. Tatsächlich sind es aber nochmal deutlich mehr, da weder alles mit einem vergleichsweise großen Flugzeug wie der 737 geflogen wird, noch liegt die Auslastung immer bei 100%. Etwa 8,6 Millionen Flüge waren das 2019 und wirklich nur Inlandsflüge. Das macht im Schnitt etwa 23.500 Flüge jeden einzelnen Tag, also knapp 1.000 Flüge pro Stunde. Und weil die Werte aktuell wieder sehr vergleichbar sind mit den Werten aus dem Jahr 2019, bedeutet das, wenn man die Flieger mal 90 Minuten am Boden hält, hier tatsächlich knapp 1.300 gestrichene Flüge und über 9.500 Flüge, die erst mit Verspätung rausgehen konnten. Das sind wirklich wilde Zahlen und das nur in den Vereinigten Staaten. Verantwortlich für all diese Flüge ist die zivile Luftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten und das ist die FAA. Und die ist dementsprechend auch verantwortlich für das Erstellen und Herausgeben der NOTAMs. Und das ist auch in eigentlich jedem Land der Welt so, zumindest in allen Ländern, die der ICAO, also der International Civil Aviation Organization, angehören. Denn die schreibt in ihren Richtlinien vor, wie das mit den NOTAMs zu handhaben ist. Und das seit mittlerweile ziemlich genau 75 Jahren. Das Prinzip ist ziemlich simpel. Mit den NOTAMs werden Pilotinnen und Piloten überall auf der Welt mit den für sie an diesem Tag für diesen Flug relevanten Informationen versorgt. Ist irgendwo eine Runway gesperrt, ein Funkfeuer außer Betrieb, ein Taxiway geschlossen, irgendwo eine Baustelle auf dem Vorfeld oder sowas, wird an irgendeinem Flughafen herumgebaut, stehen da irgendwelche Baukräne rum, was auch immer. Das alles steht in den NOTAMs. Und damit wir das jetzt nochmal besser nachvollziehen können, würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal zusammen die NOTAMs eines bestimmten Flughafens an. Zum Beispiel vom Flughafen Hurghada. Hurghada, ein beliebtes Urlaubsziel, gerade im Winter am Roten Meer, da wird häufig hingeflogen. Und so sehen aktuell die NOTAMs aus Hurghada aus. Das erste Item am 1., 3., 4., 6. Januar, auch am 23. Januar zum Beispiel, täglich von 7 bis 13 Uhr UTC, dann Mittagspäuschen und dann nochmal von 14 bis 20 Uhr UTC. Okay, Military Exercise, Within Area 2645 Nord, 3411 54 Ost bis, okay, das sind die Koordinaten der Area. Der Luftraum von Hurghada ist betroffen und die ganze Nummer geht vom Boden aus bis 3500 Fuß über den Meeresspiegel. Top. Zweites Item, von 4 bis 16 Uhr, die Runway 16 Left bzw. 34 Right ist geschlossen, außer der Bereich zwischen Echo und Hotel zum Rollen von und zum Vorfeld. Alles klar. Zwei gute Infos.
Was fällt uns dabei auf? Die Dinger sind ein bisschen kompliziert geschrieben und dementsprechend dann auch ein bisschen kompliziert zu lesen. Aber es sind zwei wichtige Informationen, die für uns als Piloten interessant sind und auch für die Spritentscheidung interessant sind. Denn die haben wir ja vor jedem Flug zu treffen. Also wie viel Treibstoff müssen wir wirklich für diesen jeweiligen Flug mitnehmen? Was brauchen wir als Puffer, als Sicherheitspuffer obendrauf? Dafür sind diese Informationen durchaus interessant. Und ihr ahnt wahrscheinlich, was jetzt kommt. Jetzt schauen wir uns die NOTAMs eines anderen Flughafens an. Wie wäre es beispielsweise mit Düsseldorf? So, da geht's los mit Steel Plates. Das sind so Platten, die auf den Rollwegen etwas abdecken oder kleinere Stellen ausbessern sollen. Da muss man dann vorsichtig drüber rollen. Das ist so ein bisschen wie so ein Speedbump. Okay, die gibt es jetzt auf Papa 4 zwischen Mike und Tango, Lima 7 zwischen Stand Victor 85 und Yankee, auf Tango zwischen Victor 38 Alpha und Victor 39 Alpha, auf Tango zwischen Lima 4 und Victor 12, am Stand Victor 43 und Charlie 04. Bitte vorsichtig rollen. Dann gibt es sie noch auf Lima 1, 5 Meter hinter dem Cut 1 Holding Point. Okay, habt ihr noch Bock? Bestes Video, einfach mal ein bisschen NOTAMs vorlesen. Zweites Item, dann Barmen VOR. Ah, okay, das ist schon mal interessant. Das Barmen VOR, das geht nicht. Stand Victor 53 in Use. Okay, Gemminghausen VOR, Radial 265, usable zwischen bla, De-icing zwischen 21 Uhr und 4 Uhr, bla, Runway 05 left, 23 right, only available as a backup. Ah, okay, guck mal, das ist ja wieder interessant. Changes to SID, due to maintenance of Barmen VOR, bla, bla und immer so weiter. Was fällt uns hier auf? NOTAMs sind richtig zäh. Die sind so zäh, dass man sich selbstverständlich nicht mehr alles merken kann, was da drin steht und sich dementsprechend entweder Notizen machen muss oder sich das Ganze irgendwie markieren muss oder sich die wichtigen Dinge rausschreiben muss. Es wird auf jeden Fall kompliziert und man muss so eine gewisse Technik entwickeln, aus diesen NOTAMs die für sich wirklich relevanten Informationen herauszulesen. Und wenn wir schon mal dabei sind, wollen wir uns vielleicht noch die NOTAMs von Amsterdam angucken. Ich lasse sie euch mal durchlaufen, ihr könnt sie ja lesen, wenn ihr wollt. Also, NOTAMs sind wichtig. Da stehen, können relevante Informationen drin stehen, aber diese 75 Jahre alte Methode, Piloten Informationen zukommen zu lassen, hat definitiv Schwächen. NOTAMs können extrem umfangreich sein, sind kompliziert zu lesen, weil auch verdammt viele Abkürzungen benutzt werden, die nicht wirklich sofort immer einleuchtend sind. Aber würde man die Abkürzung nicht benutzen, dann würde das Ganze noch sehr viel umfangreicher werden. Vor allem dazu kommen ja auch noch die ganzen NOTAMs von potenziellen Ausweichflughäfen entlang der Route, sowie sogenannte En-Route NOTAMs, die nochmal weitere Informationen über Lufträume und sowas geben. Es ist einfach alles sehr viel, sehr unhandlich und lädt vor allem aber auch dazu ein, wichtige und relevante Informationen ganz einfach zu übersehen. Als ein Air Canada A320 im Jahr 2017 im Anflug auf San Francisco im Dunkeln einen Taxiway statt einer Runway anflog und damit fast das größte Flugzeugunglück aller Zeiten produzierte, stand in den NOTAMs, dass die links daneben liegende Landebahn von der Landebahn, die die Crew eigentlich anfliegen sollte, geschlossen sei. Was zu der unüblichen Beleuchtung und damit wiederum zu der Verwechslung im Cockpit führte. Und, wie ich finde, ein ganz tolles anderes Beispiel, ein Eurowings-Flug von Düsseldorf nach Olbia im Mai 2020. Bis in den Anflug hat man es da geschafft, eine Landefreigabe gab es dann aber nicht mehr, denn der Flughafen Olbia war noch für kommerzielle Flüge geschlossen. Genug Treibstoff hatte man glücklicherweise dabei, es wurde umgedreht und zurück nach Düsseldorf geflogen. Joa. Doof gelaufen. Stand in den NOTAMs, dass der Flughafen noch geschlossen ist. Mittlerweile gibt es zwar so ein paar Möglichkeiten, über Apps auf den Tablets der Piloten NOTAMs schon mal so ein bisschen vorzusortieren oder zumindest dafür zu sorgen, dass wirklich relevante und wichtige NOTAMs, die bestimmte wichtige Worte enthalten, wie beispielsweise Runway Closed, dass die farblich hinterlegt werden oder anderweitig irgendwie hervorgehoben oder nach oben durchgeschoben werden. Darüber hinaus werden besondere Informationen oder für einen bestimmten Flughafen besonders unübliche Anpassungen eventuell nochmal explizit auf der Art erwähnt und auf diese mit aufgespielt, also die ARTIS, der Information Report, den sich jeder Pilot, jede Pilotin vor jeder Landung und vor jedem Start wirklich anhört. Dazu investieren Fluggesellschaften in Software, mit welcher man dann diese eingeschränkten Lufträume oder Military Areas, wie wir sie vorhin im NOTAM von Hogada hatten, ganz einfach visualisieren kann und somit das Ganze etwas handlicher machen kann, etwas schöner und verträglicher machen kann. Aber unterm Strich bleiben es halt immer noch die NOTAMs in ihrer jahrzehntealten Form. Mit all ihren Schwächen. Und wenn die Dinger dann halt nicht mehr da sind, dann bedeutet es halt einen landesweiten Stopp aller Flugbewegungen. Die FAA hat in ihrem letzten Statement bekannt gegeben, dass von einer Partnerfirma, welche sich um die korrekte Synchronisierung von Live-Database und Backup-Database des NOTAM-Systems kümmern sollte,
Wartungsarbeiten, wenn man so will, aus Versehen ein wichtiger Satz an Dateien gelöscht bzw. beschädigt wurde. Das zu beheben und die Funktionstüchtigkeit von Live- und Backup-Datenbanken zu überprüfen, das dauerte dann halt ein wenig und sorgte dafür, dass eben so viele Flüge betroffen waren. Ja, Safety first, aber vielleicht auch ein Grund dafür, nochmal darüber nachzudenken, ob man für dieses NOTAM-System nicht vielleicht mittlerweile irgendwas Besseres hätte. Oder wie ein JetBlue-Pilot so schön gesagt hat. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.